Ich habe einen wunderschönen Aufsatz geschrieben, er heißt: Ich zerficke Leben. Hör zu. Robert fragte mich vor 8 Wochen am Telefon: Wollen wir battlen, Kumpel? Denn er möchte an Fame kommen. Also der dreckige Hund, er macht Stress ohne Grund, doch er ist ein ex-guter Junge, also leg dich auf mit den Worten, okay, one. Robert wollte von mir Kritik für seine Reputation-Songs. Eine Kritik, die auch fair ist. Ich fand von deinen 3 Songs 1 Song gut, also mach ich's wie die Juice und bestraf Rob mit einem Fairriss. Ich diss dich und du sagst kein Ton. Das Schweigen des Verlierers. Du hängst so sehr an Rapperschwänzen, deine Fantasie sagt, du hängst mit Flair in einem Miami Beach Club. Doch weil du neben Animus nicht ins maskuline Team passt, erklärt dir Silla auf seinem nächsten Album den Jihad. Du machst auf Berliner Vorzeige Battlestar. Doch selbst ein 4Music A&R erkennt, dieser Kasper klingt wie ein Shakusa, der aus dem Hinterland in Mecklenburg-Vorpommerns Wäldern kam. Sag, ich bin ein... Warte, sag, ich bin ein verpeilter Kiffer, high vom Hess und vom Haschisch. Nein, sag, ich bin ein super intelligentes Drogenopfer, denn hör mein Flow, du Opfer, und dann erklär mir, wie könnte jemand jemals so flowen, wenn er eigentlich ein Junk ist. Fuck it. Du machst den Eindruck eines desolaten Kindes, das denkt, es müsste sein PC hochfahren und in 10.000 Kommentaren immer dasselbe wie Kollega sagen. Ich kann zwar nicht hell sehen, doch ich lese aus deinen Metadaten, du wirst was über Kollega sagen. Du bist so im Kollega-Wahnsinn, dein größter Traum ist, mit Kollega eine ähnliche WG zu haben. Hey, warte! Dein größter Traum ist, mit Kollegen einem ähnlichen Separat zu schlafen. Du tätowierst dir Kollegas Namen in der Hoffnung, du kannst auf ewig im ewigen Garten Eden auf ihn als seine Eva warten. Fick dich! Jeder weiß, ich rap wie der sickeste Bowser vor der mickrigsten Crowd. Frag, Kollege, auf meiner letzten Tour habe ich wenig Tickets verkauft. Wie viele Tickets genau? Oberhausen 50, Berlin knapp 70, Frankfurt nur 10. Hier, du Fotze, ich liste es dir auf. Du kannst mein ganzes scheiß Leben nehmen, pick dir was raus. Ich heiße Lars Daniel, bin in Berlin zugezogen, ignorant wie ein Hurensohn und mein Körper hat die Statur eines beschissenen Lauchs. Ich habe 15 Jahre gerappt, da mein Image verbaut. Vom Comedy Backpack zum Wannabe Black Book. King zurück zu im Herzen Kind, hat mir keiner richtig geglaubt. Denn ich war nur Erzieher in einer Kita, aber die Kids waren zu laut. Dann ging ich auf Tour mit Savage, doch hab selbst nie was gerissen mit meinem beschissenen Sound. Denn der richtige Hit, den es braucht, war auf meiner Single nicht drauf. Steck du mir nicht deine Nummer zu, triff mich hier und jetzt, ich hab kein WhatsApp. Und ach, fuck it, zu schlecht singen kann ich auch. Die Leute in Kreuzberg am 1. Mai booten und pfiffen mich aus. Und ich hab's nur so schnell verdrängt, weil ich viel zu viel kiffe und rauch. Trotzdem spitt ich es laut, das hier ist eine Villa statt Haus. Und wenn du guckst, ob ich noch mehr Leichen im Keller hab, ja, hab ich, doch ich misste grad aus. Und warte, wartet, stopp, wartet. Und fuck it, meine Karriere war ein Albtraum, es fickt mich zuhauf. Jeder Rapper wird sagen, es gibt für mich nur noch ein Ticket, und zwar mein Ticket hinaus. Ich hab Disses verteilt, bekam Disses im Tausch. Ich werd 32, irgendwann ist es nicht mehr witzig wie Clowns. Niemand hat zu mir gesagt, Lars, rap, spit und geh raus. Aber ich gab nur mal mein Herz für Rap, nur fühlt es sich an, als schnitt ich es auf. Ach fuck it, mein armes Herz, es fühlt sich an, als riss ich es raus. Riss es am Rippen und Haut aus meiner Rippchenbrust, und mit einem Splitter aus meinem zersplitterten Brustkorb schlitz ich es in der Mitte noch auf. Es fühlt sich an, als hielt ich es in meiner Faust. Blick dir wie ein Irrer hinauf und mit deinem Bissen aus meinem zerbitterten Bauch spuck dich den Bissen dann aus. Worauf will ich hinaus? Ich bin ein Spitter, das hier sind echte Lyrics. Ihr sagt, echte Lyrics sind out, also seht ihr, wie mein Herz blutet, wenn ich höre, oh, er hat nicht gefreestylt, denn er schrieb alles, was er spittete, auf. Du willst mich dissen? Fick dich, diss mich bloß schlau. Du hast keine Lyrics, denn du bist eine Pussy und jeder wird hören, wie die Kitty miaut. Ich bin weder verbittert noch taub, denn ich hab immer an Hip-Hop geglaubt. Und jeder in diesem Raum, der mich dafür haten will, nimmt seine verfickten Hände bitte jetzt rauf. Guck, ab diesem Punkt wird es für dich einsam, denn du stehst ziemlich allein da. Was habe ich gesagt? Ich zerficke Leben. Und im nächsten Part ist deins dran. Punkt 1, der uns beweist, wie sehr Drops Kopf gefickt ist. Drops verspricht sich, als hätte sich das Sprachzentrum in Drops Kopf nach einem Bock schockartig vernichtet. Das ist jetzt in mein Revier, weil du weg bist und verlierst. Wenn ich will, dann wirst du gleich hier echt rekrepieren. Guck, wie du keiner hier für dich echt hier interessiert. Das war keine neue Sprache, das war ein 1:1 Zitat aus irgendeinem Battle von dir. Guck, Robert googelt im... Warte. Wow. Guck. Robert googelt im Internet Dreckswitze. Jeder Dreckswitz wird von seinem Gehirn transformiert in eine Textskizze. Jede Textskizze geht vom Gehirn zur Zunge, doch im Endeffekt kriegte der Junge nie eine Line annähernd fresh hinweg über seine Fettlippe. Deswegen klingt das Ergebnis wie eine Hure, die zu viel Sekt kippte, oder wie ihr 13-jähriger Sohn, der aus dem Jugendzentrum seiner Mutter eine SMS schickte. Zieh dich jetzt ein, diese Punchline, ich fick dich mein dritten Standbein. Nein, du machst gar nichts, weil ich im Gegensatz zu dir jeden Satz perfekt spitte. Guck.
Du kamst zu mir freundlich lächelnd, doch deine Attitüde ist eine Lüge. Deswegen gibt es heute kein Battle, du bekommst eine Analyse deiner Psyche. Denn eigentlich bist du ein armer Kerl, droppst dein Selbstbewusstsein hat Risse. Guck neben Tierstar und Pisek, stehst du immer noch da wie der nutzlose Dritte. Du spittest Versprüche, doch erntest lustlose Blicke. Irgendwann hast du kapiert, du wirst nur akzeptiert als der lustige Dicke. Seitdem sagst du Sachen wie ein weiteres Zitat aus deinem letzten Battle. Ich bin ein mutterfickendes Warzenschwein, Hakuna Matata. Haha, du disst dich selbst als MC, denn du weißt, Selbstironie erzeugt beim Publikum Lacher. Doch was du Genie nicht bedacht hast, ist das Gesetz der Natur ist unantastbar. Nur ein mutterfickendes Warzenschwein zeugt ein mutterfickendes Warzenschwein. Also disst du gleichzeitig auch deine Mutter und deinen Vater. Guck, du Fotze! Du hast eher einen Mutterkomplex. Jeder deiner Parts geht zu 50% um deinen Speck und zu 50% darum, dass du über eine fremde Mutter rappst. Widmen wir uns in der zweiten dieser drei Runden Rap zunächst deinem Pummelspeck, denn dein Adipositas ist psychosenhaft bedingt. Logisch, dass ich bei dir suche, bis ich für deinen physisch problematischen Umfang jetzt den psychosomatischen Grund entdecke. Warte! Vereinfacht, viele glauben, dein Problem liegt hier, doch dein Problem liegt dort. Du bist nicht fett, weil du frisst wie ein Tier, du bist fett aufgrund der Probleme in deinem Kopf. Und was kann ein Robert für Probleme haben? Um das zu beantworten, müssen wir einen kurzen Ausblick in sein Leben wagen. Aufgewachsen in Kreuzberg direkt vor den 10 Tagen, bevor 10.000 Schwaben gemütlich in den Cafés rumsaßen, versucht Robert Andrzejkovic gestraft mit einem Eselsnamen, sich durch dunklen Säbelstraßen seinen elenden Weg zu bahnen. Oranienstraße 57, direkt am Moritzplatz, wächst Robert auf bei seiner Oma, die im zweiten Stock ihre Wohnung hat, und weil sie die Wohnung zahlt mit minimaler Centrente, plagen Robert seit frühester Kindheit irreparable Existenzängste. Warte! Und zwar Existenzängste, die meine These belegen. Menschen werden nicht fett, weil sie sich wenig bewegen, sondern wegen Problemen. Robert lässt sich jedes Sandwich mit Doppelkäse belegen, denn das Kauen tröstet ihn hinweg über negatives Erleben. Deswegen läuft Robert nachts spät zum Chinesen oder bestellt Steaks und Pasteten und verfrisst mit klebrigen Zähnen das Geld, das seiner Oma dann fehlt für ein geregeltes Leben. Wartet! Pass auf, er verfrisst das Geld, das seiner Oma dann fehlt für ein geregeltes Leben. Doch sie wird es ihm täglich vergeben und kümmert sich mütterlich. Und wenn ihr das nächste Mal darüber lacht, dass er fett ist, vergesst nicht, ihr lacht eigentlich über einen Typen, dessen Psyche zertrümmert ist. Denkst du, dein scheiß Leben erschüttert mich? Bevor du das nächste Mal freche Sprüche bringst, such dir besser einen Psychiater, weil nach diesem Desaster deine verkümmerte Psyche endgültig in die Brüche geht. Psychoanalyse beendet! Aber warte, was soll ich mich mit der dämlichen kleinen Glatzkopf messen? Seien wir ehrlich, du kannst nicht einen fehlerfreien Satz aussprechen. Doch Ben sagt, macht Lärm für diesen großartigen MC. Was für großartig? Ist es großartig, wenn ein Rapper sich 50 Mal pro Show verspricht, mindestens 3 Mal choked und alle 2 Bars den Flow abbricht? Ist es großartig, wenn ein Robert sich nach oben hochmogelt, bis ein Ben Salomo hoheitlich im Namen der Community Lob ausspricht? Ben will, dass ich verliere. Für ihn ist großartig, wenn einer seiner sogenannten Kings gegen mich gewinnt, weil es zeigt, was es für großes Potenzial in seinem verfickten Showkampf gibt. Doch du bist nur... Warte! Was es für großes Talent in seinem verfickten Showkampf gibt. Doch du bist nur sein Mittel zum Zweck, sein Promo-Witz, denn es wird nicht passieren, dass der Name Drop Dynamic gleichberechtigt neben dem Rap am Mittwoch-Logo steht. Ben sagt, hol dir... Warte! Ben sagt, hol dir deinen Fame. Doch du holst ihn nicht. Du holst ihm den Fame, den er nicht bekam mit seinem eigenen Chaos-Lose-Shit. Der Typ ist genau wie ich. Warte! Der Typ ist genau wie ich, als MC ein gescheiterter Opa jetzt, und ich weiß, dass du dir von ihm gleich die nächste Backpfeife abholen wirst. Denn wenn du mich disst, weil ich scheiterte auf dem Weg zur Krone hin, disst du damit gleichzeitig ihn, obwohl er dir jedes Mal noch 400 Euro Kohle in die Hand als Belohnung gibt. Und warte! Und was für großartig! Ist es großartig, dass kein Rapper durch Rapper Mittwoch hier einen Deal bekam und dieselben 4 Namen im Finale stehen, weil kein Rapper mit Deal hier im Land die Eier hat, den Titel zu jagen? Rapper kommen nach Berlin, um Schwänze zu saugen. Schau, wer hier wer ist. Party hier, Party da. Sie glauben, dass es ein Push für ihre verbauten Karrieren ist. Vielleicht hab ich es nie geschafft, weil ich nicht saug wie ein Faggot. Guck, ich bin seit 2 Jahren in der Stadt und hab mit keinem Rapper Kontakt. Außer mit Harris, außer mit Noyce, außer mit Till. Die 3 sind Freunde, aber du wirst gekillt. Leute, erstehen Tickets für Geld, um zu sehen, wie der Dicke jetzt fällt. Ich fick deine Welt, indem ich zeig, was deine Trickkiste für billige Gimmicks enthält. Du rappst mit Comedy-Stimme, klingst wie ein Mickey Mouse Fake. Denkst, dass es geschickt ist, wenn du dich witzig gibst, doch der Witze entfällt. Denn du klingst auch am Telefon wie deine Comedy-Stimme. Nicht wie du selbst, daraus schlussfolgere ich, deine Comedy-Stimme ist deine richtige Stimme und die Stimme, mit der du gerade rappst, ist die Stimme, die du verstellst. Fuck it!
Du wärst gern verkleidet, denn Verkleidung gibt dir ein sicheres Gefühl. Besser anzukommen, du kannst im Anzug kommen, doch ich punch dich, honk in dein dickes Gemüt. Denn du hast 1000 Verkleidungen, aber nur paar Shirts, in denen du schwitzt auf den Bühnen. Daraus schlussfolger ich, deine Verkleidung sind deine richtigen Klamotten und deine paar Hip-Hop-Klamotten sind dein Kostüm. Fuck it! Und warte, eine Sache zu deinem Hattrick. Eine Sache zu deinem Hattrick, vorher die Bitte ans Publikum, bitte unterbrecht's nicht. Hör zu, du hässliches Dreckchen, dass du aufgrund deines Hattricks der Chef bist. Wenn man dein Hattrick berechnet, zeigt sich, du bist zum Hattrick berechtigt und rein rechtlich wird heute dein Hattrick entkräftigt. Ich finde, dass es kein Hattrick gerecht wird, wenn es nicht textlich perfekt ist. Dein Hattrick ist letztlich das Resultat aus einem Tierstar, der verwirrt war und ein P-Sack, der sich 60 Mal verspricht, wenn er hektisch zwischen Freestyle und Text switcht. Du speckige Fettschicht, checkst, wie schnell dein Hattrick jetzt wegbricht. Denn wenn du wack in jedem Match bist und dir keiner mehr Respekt gibt für den Hattrick, führt der Hattrick ins Exit. Weil die Technik, Qualität deines Hattricks genauso wack ist, wie es deine Tracks sind, zeig ich dir schrecklich gern, wie man einen Hattrick gewinnt, nur mit dem Wort Hattrick technisch wegfickt. Du checkst nicht, Packbitch, ich fress dich gänzlich. Deine Existenz ist aufgebaut auf einem Hattrick. Doch es ist ein Hattrick, der in den Köpfen hier nach nicht mehr existent ist. Aber warte! Denn hiernach wird für dich keiner der Arme mehr hochgehen. Wem willst du die Show stehen? Das hier ist Ben Show und du spielst so deine Rolle wie Mike Fiction in Whole Train. Du fällst vom Status gefeierter Rapper zurück zum Status No Name. Doch ich nehme dir nicht den ganzen Namen Robert, ich werde dir nur das Roh nehmen. Und wenn du fragst, wieso nur das Roh? Dann erkennt dem Roh seinen Wert. Nimmt man dem Robert das Roh, wird aus dem Robert ein Bert. Und Bert macht gerne auf Ficker. Andere Mütter, andere Freundin, ob das Träume sind, ich bin mir nicht sicher. Also fragen wir nach, wie sieht's denn aus, Girls? Würdest du mit Bert nach der Show lässig abstürzen? Ihn küssen, danach verführen mit Händen und Füßen? Würdest du nackt auf dem Bett vor ihm knien mit hängenden Brüsten seinen hässlichen Rüssel schütteln, bis die Nüsse pumpen und das Ergebnis genüsslich schlucken wie einen belgischen Trüffel? Oh mein Gott! Ja? Ja oder nein? Nein, dachte ich mir. Aber fragen wir, wie sieht's denn hier aus dieser Seite? Pass auf, wie sieht's aus mit dir, Girl? Würdest du Bert hineinlassen in deine Intimsphäre? Die Beine spreizen wie eine Papierschere, bis ihr beiden da liegt wie zwei ineinander verkeilte Nilpferde? Würdest du sagen, ja, stimmt, wenn ich frag, ob Bert wirklich fickt wie eine Stierherde und ob er dich jederzeit knacken kann, so wie er es beschreibt in seinen Fantasieversen? Kannst du bestätigen, dass diese Schmierferkel wirklich fickt wie eine Stierherde? Denn wenn du sagst nein, fickst du damit gerade seine komplette MC-Ehre. Ja oder nein? Ja oder nein? Nein! Guck, die Kleine sagt nein, doch was ändert das schon? Sie fickt mit Bert, aber nur um über Bert an Ben ranzukommen. Warte, warte! Warte! Warte, und Ben sagt großartig, denn er hätte nie gedacht, dass er so viel Host abkriegt, wo er doch eigentlich nur der Host hier ist. Warte. Bert, ich mag dich, aber was hart ist, ist, wenn man einen Korb von all diesen Damen kriegt, noch dazu in dem Laden, wo man angeblich der gefeierte Star ist. Denn fassen wir zusammen, du hast einen Wortschatz, der gleich dem eines Idioten ist, bringst Leute nur zum Lachen mit dem, ich bin der fette Robert-Witz. Du bist psychisch gefickt aus Angst, dass man dich aus der Wohnung kickt, obwohl die einzig Leidtragende deine halb verhungerte Oma ist. Du gehst bei Rapper Mittwoch all in, doch verspielst die letzten Pokerchips, denn du hast nichts gebracht, außer indirekt den Host gedisst. Der einzige Witz an dir ist deine Stimme, weil jeder lacht, wie hoch du klingst und du kommst verkleidet zum Battle, um einen Hattrick zu verteidigen, der dir leider kein Lob mehr bringt. Du bist gepisst, weil sich dein Name ab jetzt Bert anstatt Robert schimpft. Der Junge, der rappt, dass der Host wegfickt. Aber das Einzige, was weggefickt wurde, ist dein Leben. Denn ich zerficke Leben. Und das hier ist der Beweis, dass es bei mir nicht nur ein Slogan ist. Und guck. Und warte. Zum Abschluss, Bert, ich möchte mich bei dir bedanken. Bert, danke für deinen Vortrag. Im Gegensatz zu Kollega bist du wenigstens ein Gegner, der die Eier zum Performen hat. Und ach ja, eine Sache noch. Ich bin nur von Savage der Backup, doch überdenk dein Wortschatz. Denn wie willst du mich sprachlos machen, wenn ich selbst beim King of Rap immer das letzte Wort hab?